Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Na, da recht. Das ist mir schon der erste. Toll. Ich mach das mal wieder aus. Ich spring mal da drauf. Dann einmal darüber. Und dann kommt schon der erste. Dann gehe ich mal hier hoch. Nicht da! Das wäre. Keiner sieht es ja egal. Angemessenes Bibliotheksverhalten. So, hinten ist nichts mehr. Okay. Guckt er uns an. Ne, der geht weg, ne? Oder? Ne, der kommt her, ne? Der läuft. Ja, das sieht so aus, als ob der schon auf der Stelle läuft da hinten. Egal. Sind das zwei? Ach, scheiße, das sind zwei. Nervig. Warte. Ach nee, dann sieht er uns ja wieder. Man muss doch hier irgendwo lang können. Außenrum vielleicht irgendwie? Kann man hier irgendwo raus? Nee. Alles dicht. Ah ne, hier. Warte. Nein, nicht! Da, achso, okay. Das sah gerade voll so aus, als ob der wieder unten irgendwo hinspringen will. So. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Hier können wir außen drum rum, gucke. Zack. Alter, ich dachte, er springt runter. Ist keiner, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Frage ist, geht's hier auch wieder rein irgendwo? Geht aber noch weiter. Fuck. Oh fuck. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Moin. Lange fragst du die Welt nicht mehr. Nein, nein, nicht! Erbärmlich! Schlag doch! Warum schlägt der? Alter, ich hab dreimal gedrückt, der hat nicht geschlagen. Kommst du nicht durch, du Narr? Mach doch weiter. Alter, der braucht 1000 Jahre, bis der zuschlägt. Was ist das denn? Die alte Steuerung war geiler im letzten Teil. Aber Hauptsache, wir haben das gleiche Klettersystem behalten. Da kommst du nicht durch, du Narr. Mich besiegt niemand! Oh. Schlag doch nochmal, Alter! Dass der 3 Jahre braucht. Das ist so dumm. Erbärmlich. Schnauze. Warte.
Dämon, du wirst brennen. Da kommst du nicht durch, du Narr. Ja, schön, dass ich mal wieder auf Ausweichen gedrückt habe, ne, wie er gar nichts macht einfach. Jetzt schlag doch wenigstens einmal am Tag, du Pisser. Erbärmlich. Rufe Hilfe. Hä? Schlag halt in die Wand. Oh ja, danke fürs Ausweichen mal wieder. Ist das dumm, Alter. Wieder nicht ausgewichen. Ist das schlecht, Alter. Das ist so behindert. Jetzt habe ich nicht gedrückt, das gebe ich zu. Alter, verpiss dich doch mal aus der Ecke da, du. Ist das dein fucking Ernst? Geh jetzt da weg, Junge. So einen Vollidioten hier reinzustellen, ey. Ich jetzt dran? Erbärmlich! Dein Kopf zieht bald meinen Speer! Nervig. Okay, da bleibt er vorne stehen. Alles gut. Warum geht... Ey, wie dumm muss man sein, da jetzt drauf zu gehen? Geht er doch eigentlich weg? Ja. Okay, jetzt ist mir egal. Ist der Buchwart. Was? Wo? Ah, da. Gucke. Habt ihr hier stehen? Ja. So. Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand einer Frau. Wer ist sie? Er ist tot. Aber er konnte mit seinem Blut noch Manzach schreiben. Ich frage mich... Seltsame Feuer und ein toter Wart. Schrecklich. Ich muss mich beeilen. Ich konnte gar nicht zuhören, weil ich den Typen ja noch weggemacht habe. Hier. Ja. Erkunde die Schreibstube. Okay. Ach, die ist... Ja, ich bin auch schlau. Warte. Pass auf, damit wir uns hier nicht rausschleichen müssen, mache ich einfach kurz den hier, weil das ist von der... Oh, kann ich nicht. Ich leck mich. So. Sind die unten schon mal alle weg, zumindest? Okay. Dann gehen wir wieder auf den Weg raus, wie wir reingegangen sind. Das heißt... wo war denn das? Da vorne. Hm?
Moin. So, dann laufen wir mal nach da hinten. Und komm, find mal raus, warum. Er ist benutzt. So. Da vorne geht's rüber. So. Ich halte besser die Augen offen. Ah ja. Weg. Sei meine Augen. Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin. Das, okay. Moin. Eine Kostprobe unserer Musik gefällig? Ah. Musik macht meinen Ohren stets Freude. Wir leben für die Kunst. So, jetzt warte. So. Da ist ein Schlüssel. Achtung! Sachner befiehlt, den Gefangenen vorzubereiten. Ein Gefangener? Hier. Die Wache hat vielleicht den Schlüssel. Hab doch ein Herz. Nur vielleicht. Der Mann hat seit Tagen nichts Ordentliches gegessen. Wir haben unsere Befehle. Niemand darf zu dem Gast hinein. Der Arme. Mit einem Haufen Bücher eingesperrt. Ich würde wahnsinnig werden. Kann man hier hoch? Was? Ich bin da festgebackt, Alter. Ich kann nicht weg. Guck mal, wie dämlich der... Ich kann nicht weg. Der macht nichts. Ey, diese Piss-Klettertechnik. Die hat mal wieder reingehauen, ey. Fick dich doch, ey. Pisser, Alter. Ach, scheiße. Ich hab viel Zeit. Ist mir egal. Alter, jetzt hör doch auf, mich abzufacken, Alter. Dieser... Lass es einfach. Das war wieder so ein unnötiger Abfuck gerade. Ist wieder sicher, Sadiki. So. Oh fuck, da ist ja noch einer. Was? Du rennst nicht mehr weg, wenn ich mit dir fertig bin. Augenblick! Oh. Du bist tot! Leck mich! Ja, ist gut jetzt. Meine Güte. So. Frage ist, kann man hier irgendwo rein? Oh.
Aber einfach. Hä? Dann eben so. Frage ist, wo sind das? Stimmt. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Das bringt nichts. Wäre mal geil zu wissen, wer man rausfinden könnte, wo, aber es wäre wieder zu einfach. Ist die Frage. Kann man da irgendwo rein? Ich gehe einfach mal, warte. Doch darauf. Warum macht er das? Ey. Hier ist ein Mitglied von Athiab. So, das nehme ich gerne mit. Hätte ich es eben auch machen müssen. Vorne sind egal. Müssen wir da drüben jetzt rein, ne? Das ist das Problem. Oh fuck. Mal wieder hier rüber, bitte. Problem ist, der da drüben wird mich sehen. Das heißt, ich muss zwangsweise über die Leiter gehen. Hallo? Hallo? Ey. Mann, fuck das ab, ey. Nein. Keine Ahnung, ne? Kann man hier auf die Mauer springen? Ja.
hier hoch. Oh nein, der kommt hier hoch. Scheiße. Oh fuck, der kann uns ja direkt sehen hier. Augenblick! Wäre Geschäftsmann mit Marktstand. So. Hätte ich nur auf sie gehört. Sie hatte so recht. Wieso wird das immer angezeigt? So, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz warten, weil wir gerade wieder gesucht werden von irgendwem, warum auch immer. Da. Weg! Das war das nicht klar. Oh, Scheiße! Schlechter Moment. Oh, halt doch dein... Ich hasse alles. Geh doch da runter, Junge. Lass mal 1000 Mal... Moin. Kann der bitte? Danke. Ich würde jetzt gerne mal hier rein. So ist es ja nicht. Weil so in knapp 5 Minuten müsste ich mal eine Aufnahmepause leider einlegen, weil ich dann weg muss. Wäre schon ganz geil, wenn ich jetzt mal hier und so. Ah. So, ist der nächste weg, sehr gut. Na, da im Außenbereich, der wäre unnötig gewesen. Weil der wäre ja wieder weggegangen. Da müssen wir jetzt halt mal wieder so einen scheiß Steckbrief machen. Großartig. Warte mal, hab eine Idee. Damit wir nicht gesehen werden, wenn wir runtergehen. Wir haben noch 3, das ist gut. So. Können Sie mich ganz entspannt mal schauen, wo es da drüben reingeht. Fuck! Ja. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Junge. Töte mich nicht! Bitte! Gib mir mehr Zeit! Ich habe es fast gelöst! Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dich zu töten. Was versuchst du da zu lösen? Das Buch? Ich sagte, ich könnte es nicht. Ich kenne die Sprache nicht. Aber sie ließ mir keine Wahl. Wer? Eine Frau namens Sachra. Eine der Gelehrten hier. Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur, dass eine Schrift verwendet wurde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne Hunderte. So wie Sachra davon spricht, ist es eher ein Artefakt oder Relikt als ein Buch. Ich erzählte Lügen über mein Vorankommen, damit sie mich nicht töten. Ich kann kein Wort lesen oder auch nur sagen, ob es überhaupt eine Sprache ist. Wo finde ich Sahra? Ich weiß es nicht. Sie könnte überall in der Stadt sein. Ich will nur nach Hause. In Ordnung. Bring dich in Sicherheit, ehe die Wachen wiederkommen. Hier muss es etwas geben, das mir weiterhilft. Okay.
Das Buch beunruhigt mich. Ich lasse es besser hier. Gute Idee, ja. Dieser Brief des Ordens erwähnt Arib. Ist es eine unschuldige Bemerkung oder etwas Düstereres? Oh, hallo. So, ich hab's schon gesehen, aber vorher, warte. So. Halt. Eine so eigenartige Maschine wie diese sah ich bereits in Ahmads Werkstatt. Na dann gucken wir hier. In diesem Brief steht, wo das Anwesen der gelehrten Sahra ist. Zeit Sahras an. Entschuldigung. Ja. Muss mal hin. Menü nicht verfügbar. Alles klar. Versuch abzustatten und zu sehen, ob sie zum Orden gehört. So. Ist hier irgendwo ein Steckbrief in der Nähe? Ich sehe nichts auf dem Radar, verdammt. Muss mal kurz rein. Ah, das ist er. Hier müssen wir hin. Die Wachen werden gut aufpassen. Sehr gut. Da drüben ist noch einer, warte. Am besten bleibe ich im Schatten. So. Du, ah, fuck. Warte kurz. Ah, hier. Ich muss die loswerden. Das war knapp. Kommen die hinterher? Bin ich da? Gucken, ob das geht. Sehr gut. Müssen wir noch kurz warten, bis das Auge weg ist. Dauert hoffentlich nicht allzu lange. Da blinkt's schon. Und da ist es weg. So, können wir jetzt ganz entspannt weiter. Hey, du! Boah, wieso erkennt er mich noch? Ich habe den Steckbrief auf platt gemacht. Sieht genauso wie die gleiche Müll wie letzte Mal. Ach, egal. So, warte mal. Wo ist denn? Ah, hier. Die suchen also nach mir. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. So. Aber es war auch gerade eben ein bisschen unnötig, dass ich den Typen da weggemacht habe. So, und wenn ich gerade mal so auf die Uhr schaue, muss ich jetzt leider an dieser Stelle einmal eine ganz kleine Aufnahmepause einlegen. Und ich gehe mal ganz kurz dahin, wo wir mal ein bisschen mehr Ruhe haben. Hier oben zum Beispiel. So. Da bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.